Das ist der Côte d'Iron Rouge von Sélection Sarban von der südlichen Rhône. Wenn ihr irgendwas schmoren wollt und nicht wisst, was ihr dazu trinken sollt, wenn ihr Feierabend habt und euch einfach aufs Sofa lümmeln wollt und ein Glas Rotwein trinken wollt, ist das genau der richtige Wein für euch. Natürlich mit diversen Ragouts bietet sich das sowieso an, weil der eh schon sowas Kompottartiges hat, ja auch in der Nase, dann so eine Würze da reinkommt, von unten richtig reinschießt. Und wir dieses Tannin ja auch haben, ist es natürlich naheliegend, das jetzt irgendwie mit einem Rinderragout oder einem Lammragout oder einer geschmorten Haxe oder sowas zu kombinieren. Letztendlich finde ich das auch immer das Beste. Vor allen Dingen in Kombination mit Kartoffeln macht ihr da nie was falsch. Einfach ein schönes Kartoffelpüree, ordentlich Butter rein, Rinderragout, schön lange geschmort im eigenen Fond, wo ihr am besten auch vorher zum Ablöschen eine halbe Flasche Rotwein mindestens drauf gekippt habt. Dann braucht ihr auch nicht mehr viel essen. So. Ist einfach so. Das ist halt einfach wirklich was, das ist so ein bisschen Soulfood-mäßig. Da müssen wir uns jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwie gucken, wie wir das jetzt irgendwie möglichst fancy kombinieren können, sondern das macht einfach so schon sehr viel Spaß. Wir fangen wie immer an mit der Farbe. Man sieht hier schon so ein kräftiges Rubin, das ist ja auch das, was wir eigentlich, was wir so ein Stück weit auch erwarten. Wir sind ja hier an der südlichen Rhône. Wir haben eben als Rebsorten Grenache Noir und Syrah drin. Und der Grenache Noir, klar, ne, der hat natürlich seinen Namen auch wegen dieses dunklen, fast schwarzen Rots. So, riechen wir mal rein. Es ist so eine sehr dunkle, tiefe, rote Frucht, die wir da riechen. Und ganz interessant darüber, sowas Nussiges. Es geht so ein bisschen so in so eine gebrannte Mandelnrichtung und so ein bisschen auch Richtung karamellisierte Walnuss. Und dann kommt sowas Frisches, sowas Grünes plötzlich. So ein bisschen so Richtung grüne Laubbäume, irgendwie, wenn man so die frischen Blätter im Frühsommer so anfasst und der einmal so drüber streicht mit der Hand und dieser Duft, der dann da hochkommt, ist ganz interessant. Probieren wir mal, was am Gaumen passiert. Und hier ist er jetzt sehr, sehr zupackend, ne? Also, wo die Nase halt noch so ein bisschen so uns sehr leicht, irgendwie sehr zugänglich da reingezogen hat, gerade mit diesem Rotfruchtigen am Anfang, ist es jetzt, dieses Rotfruchtige ist immer noch da, aber wir haben ein sehr kräftiges, zupackendes Tannin hier im Spiel, eine tolle Würze, die der Syrah hier reinbringt, die wirklich auch Spannung an den Gaumen bringt und darunter, und das ist halt auch nicht selbstverständlich in der Region, in der wir uns hier bewegen, ist halt die Säure, die halt wirklich einen schönen Trinkfluss da reinbringt und Lust auf mehr macht. Dieser Wein ist klar, der ist tanningeladen. So, wir haben hier ordentlich Wumms im Glas, aber gleichzeitig ist es eben so, der ist sehr, sehr zugänglich. Es ist jetzt kein Wein, den ihr irgendwie 10 Jahre weglegen müsst, bevor ihr ihn aufmacht, sondern das ist eben auch sehr, sehr typisch für Côte d'Iron Rouge, dass man die Weine eben sofort aufmachen und trinken kann. Im Gegensatz, also wenn wir das jetzt zum Beispiel vergleichen, zum Beispiel Cuvées aus dem Priorat, die ja auch immer sehr Grenache Noir-lastig sind, da dann meistens eben mit Carignan cuvettiert, aber eben der große Anteil, wie hier jetzt auch eben Grenache Noir, das sind oft Geschichten, die sehr verschlossen sind, die sehr, sehr viel Luft und sehr, sehr viel Zeit brauchen. Und das ist hier eben nicht der Fall. Das ist das Tolle bei einem Côte d'Iron Rouge. Man bekommt einen Rotwein, der ein ordentliches Tanningerüst mitbringt, der auch ein gewisses Niveau mitbringt, was ein Qualitätslevel angeht. Und wir brauchen jetzt trotzdem nicht das ganz große Besteck zu Hause rausholen und den jetzt irgendwie karaffieren und erstmal 3 Stunden vergessen. Die Weinbereitung und überhaupt, wo der Wein herkommt. Wir sind eben bei Roger Sarban hier in Châteauneuf-du-Pape, also südliche Rhône. Das Besondere ist, dass das hier ein neues Projekt ist von Didier.
Er hat nämlich festgestellt, dass die Nachfrage nach seinen Kulturen einfach so groß ist, die kann er aus eigenem Bedarf gar nicht decken. Und jetzt haben wir eben diese Selection Sarbon. Das sind zugekaufte Trauben aus Betrieben, die nach Standards arbeiten, die Didier festlegt, also im Prinzip genauso wie er selber. Möglichst wenig äußere Eingriffe im Weinberg, auch möglichst wenig Eingriffe im Keller. Es ist alles handgelesen, es ist alles selektioniert, es ist alles im Beton vergoren und anschließend im Beton und im großen Holz ausgebaut. Didier arbeitet ja eben auch sehr klassisch in Châteauneuf, also alles wird im großen Puderfass ausgebaut. Ja, so viel zum Weingut, zur Weinbereitung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Sofa-Momente mit diesem Wein oder vielleicht auch auf dem Balkon, wer weiß. Und ja, freue mich auf eure Kommentare. Bis bald. Prost!